Willkommen zu Luigi's Mansion. Ja, die Leute, die es kennen, die wissen ganz genau, was jetzt Episches auf uns zukommt. Und die, die es nicht kennen, erstmal schämt euch. Und zweitens freut euch auf was richtig Geiles. Das Spiel ist einzigartig. Es ist wirklich genial. Ich starte direkt mal das neue Spiel. Und die Story ist nur Nebensache. Aber sie lautet, nicht Bowser hat Peach entführt, sondern Bowser will dafür sorgen, dass Mario Peach nicht mehr rettet. Okay, damit habe ich vielleicht zu viel verraten. Aber egal. Luigi hat eine Villa gewonnen. Und die sieht nicht ganz so freundlich aus wie auf dem Werbeprospekt. Aber hey, geht schon. Mario ist schon mal vorgegangen und ja. Da schüttelt's einem direkt. Habt ihr recht. Okay, das Spiel ist wirklich einzigartig. Ach, wir werden alles zeitnah sehen. Hallo? Hallo? Jing, jing. Mehr als eine Taschenlampe haben wir nicht. Übrigens grafisch. Finde ich den Titel, na gut. Immer noch sehr ansprechend, muss ich sagen. Ein Launch-Titel des GameCube. 3. März 2002 erschienen. Und, dafür ist die Grafik wirklich immer noch auf Niveau von... Also jetzt, um mal ein Spiel, Mario-Spiel von 2011 zu nennen. Nehmen wir einfach mal Mario Sports Mix. Also die grafischen Unterschiede von Mario Sports Mix und dem hier ist, also, ich sehe da kaum was, ne? So, wir sind Luigi und schauen uns um. Gucken erstmal hier. Oh mein Gott, diese Tür ist verschlossen. So ein Mist. Da kannst du noch so oft drum machen. Auch diese Tür ist verschlossen. Das gibt's doch gar nicht. Dann gehen wir mal wieder raus. So, wir hören das Geräusch. In dem Spiel gibt's 5000 Geheimnisse. Vieles Verstecktes. Wo man von beim ersten Mal sicherlich nicht direkt auf alles kommt. Aber ich kenne das Spiel gut. Sehr gut. Und hoffe, dass ich gut genug in Form bin, um alles zu lösen. Man braucht auch viel Geschick. Und einfach das Händchen für die Geister. Ein Schlüssel. Kinders, was freue ich mich? Episch. Achso, was können wir denn bislang? Wir können laufen, wir können die Taschenlampe ausmachen mit dem B-Knopf. Und was wir mit A-Taste können? Mario! 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 Denn da sucht er seinen Bruder. Mario! Eigentlich hast du mehr als zwei Files. Mario! Er hat sehr viele verschiedene. Je nachdem, wie gruselig es zurzeit ist. Mario! Ist es im Moment ja noch gar nicht. So, wir können mit dem Schlüssel durch diese Tür. Diese Sequenzen werde ich in Zukunft überspringen, aber einmal zeige ich sie. Episch aufgeschossen. Oh mein Gott! Resident Evil für Kinder. Finde ich wirklich so. Und jetzt. Im Salon. Der erste Geist. Doch, was ist das? Es ist Professor Igitt. Wir kennen ihn. Beziehungsweise er feierte hier sein Debüt, aber er taucht später noch ab und zu auf. Er hat den Trackweg aus Super Mario Sunshine erfunden und später taucht er auch noch auf. Ich habe mich gewundert, warum er nicht als Mario Kart-Fahrer aufkreuzt, aber naja. Da werde ich wohl noch eine ganze Weile schwer zu tun haben. Ich bin zu alt für diesen spuckigen Unfug. Oh ja. Nun denn, gestatten, meint mich Professor Igitt. Dieses Haus. Ich glaube, von Tag zu Tag spuken hier mehr Geister. Aber was hat ein junger Hüpfer wie du überhaupt hier verloren? Und da kommen sie. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Also, Kleiner, leg einen Zahn zu mir nach. Tempo, Tempo. Luigi war der Name, stimmt's? Ich glaube, das Schicksal hat dafür gesorgt, dass sich unsere Wege kreuzen. Gut abgepasst, Luigi. Wie? Du möchtest wissen, wo du dich befindest? Nun ja, diese heimige Schule dient mir als Zentrum meiner Geisterstudien. Professor Igitts Geisterforschungslabor. Oder schlicht und ergreifend das Labor, falls du Abkürzung bevorzugst. Du hast diese Villa bei einem Wettbewerb gewonnen, an dem du nicht mal teilgenommen hast. Das klingt mir sehr verdächtig.
bist also tatsächlich von der Existenz dieser Villa überzeugt. Höchst merkwürdig, das Ganze. Ich lebe hier schon, seit ich ein junger Kerl von 20 Glätzen war, und sage dir eines, diese Villa ist erst vor kurzen wenigen Tagen aufgetaucht. Die Geister haben dich zum Narren gehalten. Keine Ahnung, ob es nur ein böser Traum ist, eine Illusion oder was auch immer, aber ich wäre nicht sonderlich begeistert, wenn ich dieses Spukhaus gewinnen würde. Wo ich dich so sehe, fällt mir wieder etwas ein. Ein Kerl mit einer roten Mütze, die deiner ganz ähnlich sah, lief rauf zum Haus. Er hielt nicht mal für ein kurzes Bläuschen. Und er kam auch nicht zurück. Oder habe ich das nur geträumt? Zis. Wie bitte? Der Kurze war dein Bruder. Oh nein, furchtbar. Ohne meine Hilfe hat er nicht die geringste Chance gegen diese Geister. Du musst ihm folgen. Ich zeig dir... Hier kommt der Geistesblitz. Ich zeig dir, wie du mit den Geistern fertig wirst, damit du deinen Bruder retten kannst, Luigi. Oh Gott. Muss ganz kurz einen Schluck Wasser nehmen. Ah, so. Die Controller, ihr könnt es euch durchlesen. Dies ist der... Jetzt rede ich mal normal, weil es geht mir auf den Sack. Dies ist der Staubsauger, den ich für die ganze Jagd entwickelt habe. Schreckweg 0816. Und die Steuerung, ganz klar. Ja. Schön, schön. Man kann Geister nicht fangen, sie fürchten sich vor dem Dreck weg. Und wir beginnen mit dem Training. Mit der Taschenlampe müssen wir sie kurz unter Schock setzen. Und dann saugen. Zeige ich das? In etwa so! Jetzt im Moment ist alles nur simuliert, sozusagen. Boah, später wird's drauf ankommen! Oh, what the hell? Ah ja, ist in Ordnung. Also, der redet wirklich viel, auch wenn man später ab und zu speichern will und so. Redet er mir einfach zu viel. Gut. So, je mehr, desto besser. Ja gut, dann... Irgendwie hat's trotzdem nicht geklappt. What the hell? Das muss ich besser trainieren, denn es gibt durchaus Geister, die sehr wichtig sind, die wir beim ersten Mal einsaugen müssen. Und wir müssen immer drauf achten. Drei auf einmal, verdammt. Okay, das Training ist misslungen, da sage ich nichts dagegen. Ist ja auch egal. Vier Geister, gar nicht mal so übel. Dafür, dass ich so viel gefällt habe für meine Begriffe. Na gut. Ich werde schon noch in Betriebswärme kommen. Jetzt sind wir in der Galerie und die ist noch leer, denn wir haben noch nichts erreicht. Deswegen gehen wir wieder weg. Tschüssi. Heiliger Bimbom. Nur noch die Rahmen sind übrig. Wir müssen die Bilder zurückholen. Das tun wir, indem wir die Geister sammeln. Ja, lass mich doch weg. Och Mensch, Kinders. Ja, okay. Finger weg von den Engelstatuen, hat er gesagt. So, können wir ein bisschen sauber machen. Wir wollen dann gleich mal. Yay. Okay. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Und warum sie nichts sehen, sehen sie gleich. Hallo. Guten Abend. Hier ist das erste deutsche Fernsehen. Okay, ich denke, wir können langsam mal anfangen. Wir wollen jetzt am besten gehen, Herr von und zu Igitt. Bild 13. Und je nachdem, wie gut wir uns schlagen, werden die Bilder im Goldrahmen sein oder was auch immer. Komm, wir wollen fort. Zurück zum Labor. Ja, ich will eigentlich zurück in die Villa, ne? Wohin soll's gehen, Luigi? Zur Villa. Hervorragend. Wir sind gerüstet. Und ganz auf uns allein gestellt. Uns erwartet Episches. Gut, überspringe ich jetzt und... Wir haben hier jemanden. Wer bist du denn und was suchst du hier? Was steckst du da, Mario? Was, Luigi? Oh, Spitze! Du bist es, Luigi! Du hast es doch noch geschafft, bin ich froh, dem Himmel sei Dank! Wo ich bin? Nun, Prinzessin Peach bat mich, hier nach Mario zu suchen. Er brach sofort auf, als er hörte, dass du eine Villa gewonnen hast. Doch er ist nie zurückgekehrt. Als ich ankam, wimmelte es im Ganzen aus nur so von Geistern und von Mario weit und breit keine Spur. Da bin ich durchgedreht und ich wusste nicht mehr weiter. Es war furchtbar. Ich fühle dich an, du musst mir helfen, Mario zu finden. Du machst dir ein Bild davon, wie aufgeregt die Prinzessin sein wird, wenn er nicht zurückkehrt. Sie wird im Sechseck springen.
Überlass mir das. Jo, danke, Luigi. Da fällt mir ein riesiger Stein vom Herzen. Ich wünschte, ich könnte dir helfen. Warte mal, ich hab's. Lass mich wenigstens das hier tun. Irgendwie strengt mich diese Stimme so was von an. So, wir brauchen Geld. Geld, Geld, Geld. In der ganzen Villa ist Geld. Und am Ende wird abgerechnet, wie viel Geld wir denn haben. Und ich will so viel wie möglich. Ich will alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Geld ist mein zweiter Vorname. Wir nehmen uns erstmal den Kronleuchter und siehe da. Geld. Es gibt natürlich verschiedene, Wertvollheit gerade. Komischer Begriff. Die Münzen sind am wenigsten wert, aber Kleinvieh macht auch Mist. Und dann kommen die Geldscheine, dann kommen die, Goldbarren. Und dann kommt immer mehr. Es kommt zum Beispiel, die Tür hier ist noch zu, Edelsteine und vieles mehr. Werden wir ja sehen. So, hier waren wir bereits. Jetzt werden wir uns hier mal genau umgucken. Erstmal das Geld einsacken. So, da haben wir nichts, da haben wir Leben. Müssen halt einfach alles untersuchen, ne? Ist ganz klar. Oder wir saugen die Tischdecke mal weg. Kein Problem. Nichts drin, nein. In dem Schränkchen vielleicht ein paar Münzen. Tun dem Portemonnaie gut. So, hier liegt eine Münze drauf, die wird mir... Geh daher da. Da haben wir hier noch was. Oh la la, da hau die Mama. So, hier ist zu. Oh mein Gott. Und da oben die Lampen, da habe ich schon 5 von 6 ausgemacht, wenn man sie alle ausmacht. Wer hat die Kerzen gelöscht? Etwa du, Herr Froschgrün? Nun, dunkle Räume bergen vielerlei Gefahren, ja. Sie lieben die Dunkelheit. Und nun kriegen sie dich. Jetzt bist du dran. Puh. Die würde so gehen wie zuvor dieses Rot capturen. Auf der Dunkelheit, dass du auf ewig umherhirst. Hast du Angst vor der Dunkelheit, kleiner Mann? Das sag schon. Mach dich auf sie gefasst. Der erste ernste Einsatz. Und du wärst mir. Du musst ein bisschen aktiver mit dem Control-Stick interagieren. Übung macht den Meister. Tschack! Das sind natürlich noch die einfachsten Formen der Geister. Absoluten Standardgeister sind das hier. Es kommt noch viel stärker. Und unterschiedliche. Da füllen wir uns auf der Kronleuchter. Da ist ein Goldbarren drin, der gehört mir. So, mach mal auf da. Schwächling! Nice, nice, nice. Und dann wird immer automatisch der Gameboy-Horror angeschmissen, um zu zeigen, wo in dieser verdammten Villa das Ding liegt. Also wo wir... Ihr wisst schon. Und das sind die ganzen Häuser im ersten Stock. Im zweiten. Auf dem Dach. Und es gibt noch den Keller. Erdgeschoss, Keller. So. Und das wird episch. Soll ich? Na komm, einen Raum kriegen wir noch. So, da können wir jetzt durch. Und das ist, die Räume sind auf jeden Fall. Gib mal her da. Hier können wir uns austoben. Ich weiß übrigens, wo die ganzen Secrets sind. Also. Oh, der nächste schwere ist mit 20. In diesem Raum gibt es kein Secret. Die sollte man sich alle krallen, wenn es dunkel ist, weil nur dann gehen sie, glaube ich, die meisten. So, alle mal herkommen. Exzellent. Noch jemand für meine Sammlung? Also Leute, ich muss euch sagen, für die, die es nicht kennen, so richtig hat es noch nicht angefangen. Es gibt noch sehr viel. Die Buhus werden noch wichtig und ja, noch viele andere Geister, Gemäldegeister. Vieles mehr. Okay, Leute. Ein Goldbarren. Na, hier ist nichts drin. Ich werde den Raum noch kurz durchfilzen. Oh Gott, ein Pilz, ein Giftpilz. Der schrumpft uns und das ist eigentlich nicht gut. Oh, nee. Das wollte ich echt vermeiden. Oh, ich habe Geld verloren. Oh, so ein Mist. Okay, Luigi, werd groß. Guck, ob hier was drin ist. Nur ein Herz, das kann ich gut gebrauchen. Okay, Leute, weiter geht's im nächsten Part bei Luigi's Mansion. Also bis dann und ciao.